Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdom zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, es könnte sein, dass ich ein bisschen erkältet klinge. Könnte. Muss nicht, aber es könnte. Gut, nicht zu lange Vorrede. Auf geht's in die Arena von, wo sind wir denn hier im letzten Part angekommen? Passbeck oder so ähnlich. Ja, wie auch immer. Los geht's. Auf in die Arena-Mission dieses Städtchens. Hallo, Challenger. Willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort jetzt. Alles klar, dann geh am besten gleich in die Umkleide und zieh deine Uniform an. Danach kannst du direkt zum Raum weiter, in dem die Arena-Mission abgehalten wird. Ich habe versucht, die Klammer darum zu ziehen. Ist mir noch ein Rätsel, wie das geht. Ich meine, wir haben hier nur Umkleider, also müsste es rein theoretisch auch möglich sein, eine andere Uniform anzuziehen. Naja, gut. Hau rein, Nummer 42. Jo, das ist meine Nummer, die Nummer 42. Zwerge auf der Startnummer 42. Die Kampfarena. Jo. Na, wenn das nicht episch ist. Wenn das nicht episch aussieht. Das sieht wie so ein Flippertisch aus. So ein klein bisschen, ja, schon. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der Sieben Arena-Mission. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du mir das erklärst. Mission von Passbeck ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Terrasse, in die Tasse ein, versuchst sie zum Ziel zu steuern. Ein Tassenkarussell, auch schön. Auf dem Weg dorthin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Also nicht wie im Flipperautomat gegen sie gegendutzen, sondern ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Kontrollstick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auf die Tasse rechts rum. Rotierst du den Lesen muss man können. Rotierst du den Kontrollstick nach links, schlägt auch die Tasse in diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel zu nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh bestimmt bald heraus. Und dann viel Erfolg. Ja, gut. Okay, los geht's. Ach, das ist so eine richtige Tasse, so eine Jahrmarktstasse. Verstehe. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Das finde ich ja geil. Das ist ja richtig nice. Ja, nicht zu viel dagegen kommen. Ja gut, so viel dazu. Links. Das haben wir doch schon super geschafft. Ziel. Was, das war's? Da geht's aber noch weiter, oder? Ah, der erste Trainer, den wir besiegen müssen. Ja, da können wir nicht drum rum. Ist dir nicht total schwindelig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Ich kann immer kämpfen. Ich bin total schwindelfrei. Das glaubt mir. Zumindest in diesem Spiel. Arena Netter Daniel fordert dich raus. Arena Netter Daniel sieht Ferdusi ein. Aha. Mit solchen Pokémon kriegen wir es jetzt zu tun. So, Rufus. Ein Eschon ist effektiv. Na dann. Eschon jetzt mal ein. Mach's alle. Verbrenne es wie eine tote Leiche. Tote Leiche? Ja, gut. Genau so und nicht anders. Da war ein Haar auf dem Display. Kann sowas. So, Nitro-Ladung. So, Blick. Na komm, Nitro-Ladung. Na komm, mach's fertig.
Das wirst du doch wohl noch hinkriegen, so ein einfaches Verlusi zu besiegen. Ja, komm. Fast besiegt. Ich ahne schon, was das nächste Pokémon sein wird, was uns hier in den Kampf geschickt wird. Als Gegner. Oh, das war Rückstoß. Ich sag's mal so. Man soll den Abend nicht von dem Costoso loben. Wir kämpfen natürlich weiter. Man soll den Tag nicht von dem Costoso loben. Ja. Hängt er schon. Versuchen wir es mal. Costoso. Ich wollte gerade sagen, ich mache dich alle Costoso. Aber gut, es ist eher andersrum. Es ist eher andersrum der Fall. Ja, gut. Prof Level 28, der braucht auch noch ein bisschen Training. Let's go. Costoso ist Level 32. Ah, auf dem Level befinden sich die Arena-Typen hier. Ach, was na, bringt das überhaupt irgendwas gegen diesen Typ? Ein bisschen schon. Stärke. Gut. Kopfnuss. Man kann es ja mal versuchen. Ja, nicht uneffektiv, aber auch nicht gerade effektiv. So, Rückstoß. Ja, das ist sehr gut. Ein Biss. Ja, man kann ja alles mal durchprobieren. Man muss alles irgendwie mal durchprobieren. Na komm. Das Costoso kriegen wir besiegt. Na komm, Felsgrab. Klammergriff. Oh, Prof hat's abgelehnt. Ja, ist schon im gelben Bereich. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir gebacken. Ja, noch einmal Kopfnuss. Halt durch, Prof. Na komm. Costoso im roten Bereich. Wirbler. Halt durch. Die Macht ist stark in dir. Costoso. Nicht Costoso, Prof. Ja, in ihm auch, aber in dir ist die stark, Prof. Du schaffst das. Kriegst das hin. Nice. Neue Level für Prof. Arena Netze Daniel wurde besiegt. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir gerade schwindelig geworden ist. Du gewinnst 3072 Pokémon danach und gehst dich aus dem Kampf gegen den Daniel hervor. Alles klar. Da brauchen wir mal ein bisschen Heilung. Das muss schon mal sein. Nach so einem Kampf. Rufus. Dich brauche ich wieder im Kampf. Du bist ein starker Begleiter. Und noch viel zu schwach. Wir müssen dich trainieren in den Kämpfen. So, super Tank. Prof. Rufus. Naja, komplett konnten wir Prof jetzt nicht. Kopfkratz. Juckt. Gehe ich duschen, Zwerg. Bin ich jetzt wieder zurück oder? Nee, bin ich nicht. Oha. Boxsäcke. Oha, nein, nicht. Vorsichtig. Nicht auf die Boxsäcke. Oha. Wenn man hier jetzt aus dem Rennen katapultiert. Oh, dann zurück katapultiert. So gut. Oh Mann. Na komm. Nach rechts. Mensch. Zeit läuft ab. Und haben wir überhaupt ein Zeitlimit? So, hier müssen wir hoch. So. Ja, hier rüber. Wie ein richtiger Flipperautomat. Ja, da wird eben doch schwindelig. Und hier in der Sache durchgeboxt wird. Na, runter hier. Und. Nein, nicht wieder zurück. Verdammt. Nein. Nicht ganz zurück am Anfang. Verdammt. Komm. Na komm, Zwergi. Nein. Da. Das ist schwerer, als es aussieht. Na komm. Jetzt hier gleich runter. Sehr gut. Ziel. Wieder eine Zwischenetappe? Ja. Noch nicht das Ende.
Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wie in einem Vergnügungspark, oder? Ja, ohne die Trainer, die hier im Weg ständen, wäre das ganz, wenn das so getan, ganz harmonisch, wäre das hier. Wie eine reine Achterbahn, nein, wie ein Kassenkarussell. Das wäre hier wirklich, also, wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein. Ohne die Trainer, dann wäre das wirklich, das wäre hier ein wirklicher Vergnügungspark. Kennt ihr schon? Scanner. Schützt dich selbst. Was? Wie kann der sich einfach selbst schützen? Gibt's doch gar nicht. Ist ja Trümmerer. Aha. Das wirkt natürlich gegen Gesteinsding irgendwie sehr gut. Na komm schon. Rufus, was ist los mit dir? Kennt er schon? Die Attacke hat Porenta verfehlt. Das ist ein Porenta, verbrennst doch. Was ist denn los? Meine Güte. Prof vielleicht. Kämpfen jetzt erstmal nur mit Rufus und mit Prof. Jau. Zertrümmerer. Auwei, auwei. Der Arena-Kampf, der Kampf gegen die Arena, das kann ja was werden. Oha, sind wir hier schon verkacken. Nein, Prof, nicht den Prof. Verdammt. Los, Monef. Das Pikachu ist eigentlich schon im genau richtigen Level. Aber das brauche ich in der Arena irgendwie gar nicht. Das kann ich hier gar nicht gebrauchen. Vorher sollen. Jo, so geht's. So muss man das machen. Mit einem Feuertreffer direkt rein. Injo Fries. Injo Lauchstange. So, Nitro-Ladung. Machen wir alle. Porenta besiegt. Aus dir wird nie ein richtiger Lauchzalot. Und so plus Level 1. Und so Katlin wurde besiegt. Mann, spürst du? Was für ein toller Kampfstil. Mann, spürst du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Du gewinnst 3072 Pokémon-Dollar und gehst siegreich den Kampf gegen die zweite Trainerin in dieser Arena hervor. Und weiter geht's. 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Evoli. Let's go, Pikachu. Wir haben hier ein Pikachu im Team. Let's go, Pikachu, viel eher. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Was ist denn los hier? Jau, genau so muss das. Nö. Nach rechts muss ich. Oha, das wird knifflig. Ja hoch, ja hoch. Ich glaube, ich bin hier irgendwo gefangen, wo ich jetzt nicht mehr so leicht rauskomme. Ja, dreh dich. Ja gut. Ja gut, das wird jetzt hier ein bisschen. Ja, warum drehst du dich nicht? Na komm, wenigstens nach links hier. Hier runter. Und zack. Oh, da können wir wieder hoch. Da können wir raus. Nein. Verdammt. Ja, das ist jetzt hier schon ein bisschen heftigere Stufe. Muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um hier rüber zu kommen. Ich mache hier den Pro-Controller kaputt. Ja, komm. Na komm. Durch hier. Jo. Das war ja fast wie gewollt. Ziel. Jetzt wirklich oder was? Ja, jetzt wirklich. Nein, noch ein Trainer. Ja gut, heben wir uns die Tränke für nach dem Kampf auf. Der letzte Trainer vom Champ, vom Arena-Leiter. Unsere Aufgabe ist es, unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Ja, mich wirst nicht besiegen. Arena-Trainer Rory. Ich habe gerade Roy gelesen. Nee, der ist hier nicht. Der ist erst am siebten Orden dran.
Arena-Trainer Wori fordert dich heraus. Warum ich setzt Kikley ein? Aha, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wori. Ja gut. Hängt er schon? Na komm, mit deinen letzten Kräften, Rufus. Ja gut, das habe ich mir heftiger vorgestellt. Da hätte ich mir einen heftigeren Abgang vorgestellt, aber gut. So kann man es auch machen. Nein, Pflanze gegen Gestein. Ich glaube, das irgendwas bringt. Ich weiß gar nicht, was jetzt gegen Gestein am besten ist. Vielleicht ist Pikachu am effektivsten? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Kampf ist das doch. Nee, Kampf ist es. Was ist gegen Kampf am besten? Gesang ist gegen Kampf am besten. Kannst nicht mehr kämpfen, wenn es eingeschlafen ist. Rasierblatt. Ja, gut. Vergeltung. Was willst du mir denn vergelten? Und wenn ihn dann besiegt, das ist nicht gut für die AP, für die Erfahrungspunkte, für die EP. Mein Team muss noch ein bisschen Levels kriegen für Entwicklung, vor allem der Rufus. Das ist jetzt eigentlich eher schlecht, dass der besiegt wurde. Der braucht die Erfahrungspunkte. Der kriegt jetzt der Mordi. Weiter kämpfen. Mori, du brauchst auch deine Entwicklung. Du musst auch Erfahrungspunkte kriegen. So, vielleicht mal ein bisschen Beleber hier. Beleber auf Rufus, der ist am nötigsten. Ja, brauch auch, aber wollen wir jetzt nicht alles verschwenden. Oha, ich habe das Gefühl, den Beleber brauchen wir gleich für Mori. Feuersäulen. Na komm, Tempui, was? Wir können ja doppelt einsetzen. Verdammt! Nein, Mori. Ja gut, Kenny, jetzt bist du dran. Mein Pikachu. Können wir mal testen, was hier Elektro in der Arena bringt. Auf jeden Fall 66 KP hat er. Ja. Elektrifiziert. Na komm, Ladungsstoß. Naja, okay. So heftig ist das jetzt doch nicht. Ja gut, wen können wir denn noch so einsetzen? Blackie vielleicht? Naja. Flug, Pokémon. Das ist, glaube ich, reines Flug momentan. Wenn es sich weiterentwickelt, dann nicht mehr, aber momentan noch reines Flug. Pflücker. Na komm, Patronenhieb. Auwei. Das hält's durch. Dann kommt Pflücker. Attacke. Okay, das bringt's. Flug gegen Kampf ist eigentlich ganz gut. Kann man sich merken. Kann man Blackie wohl einsetzen im Arena-Leiterkampf. So. Nocturne besiegt. So hervorragend. Ein paar Erfahrungspunkte. Level 32. Kinnierreich Level 33. Sein Kind noch nicht getötet. Danke, dass du mich an mein eigenes Ziel erinnert hast. Arena Challenger, du gewinnst 6.336 Punkte, das ist viel Geld. Und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den letzten Arena-Trainer hervor. Jo, auf geht's zum Arena-Leiter. So schaut's aus. Auch vorher mal hier ein bisschen Teamheilung betreiben. Mimlein. Mordet vor allem. Und den Prof. Ja, und jetzt die Supertränke vergolden. Ja, gut. Haben wir nur noch ein bisschen was für den Kampf. Modaf. Ich glaube, Blacky ist hier die am besten einzusetzende. Die braucht man im Kampf. Der hat sogar dieses Goldstück. Wie heißt das? Wie heißt das Item? Das Goldstück. Das braucht man im Kampf. Das bringt extra Geld. Münzamulett, ja, gut. Ist mir gerade entfallen. So, Blick in die Spitze. Denke, so ist es am besten. Ja, speichern müssen wir jetzt nicht. Können wir aber. Na gut. Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. So, hervorragend. Geht ab in die Arena.
Auf zum Arenaleiterkampf. Da laufen die Arena-Rivalen ein. Der Herausforderer mit Nummer 42 und die Arena-Leiterin namens Saida. Willkommen, Arena-Challenger. Ich bin Saida. Wie wird dein Herz unerschüttert bleiben? Egal, wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten. Beweise mir, dass dein Herz ein wahres Krieger hast. Ja, ungefähr so. Hat mich verhaspelt. Sei da ordentlich heraus. Jo, so sieht's aus. Eine der Herren sei da, setzt K.O. Capoeira ein. Los, Becky. Ja, sollten wir vielleicht zum Schluss einsetzen. Aber gut, wir können auch damit anfangen. Vier Pokémon hat sie. Okay, versuchen wir es mal mit Flicker. Welches ist Flicker ein? Mir gehört der erste Angriff. Jo, sehr gut. Das fängt doch schon super an. Konter. Oha. Oha, so viel dazu, das fängt super an. Ja gut, Flug war gut, aber nicht gut genug. Blicky besiegt. Mordev. Und werde ich jetzt hier komplett gekillt oder was? Oha. Dynamax Mordev, das würde ich nur zu gerne sehen. Das wäre mal interessant, aber das heben wir uns wie immer für die letzte Runde auf. Nitro-Ladung. Na komm. Dann machen wir es alle. Na, dann machen wir es alle. Habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Oha. Konter. Ah, verdammt. Die Attacken sind stark. Das ist jetzt. Muss man sich anstrengen. Das ist jetzt kein Kinderspiel hier. Was? Es lebt noch. Verdammt. Es lebt noch. Mordev lebt nicht mehr. Ach, Kacke. Kein Rückstoß. So ein Dreck. Kenny, die alle fürs erste Pokémon gesetzt. Ach du Schande. Ich brauche nur mein halbes Team schon fürs erste Pokémon. Na komm. Funkensprung. Mach's fertig. Wie ein paar KP wird's doch noch. So, jetzt gibt's die nötigen Erfahrungspunkte nicht für die es bräuchten. Weiterkämpfen, ja gut, ist jetzt nicht die beste Idee, aber Pandrago. Na komm, Pikachu. Wo ist Pikachu? Dann kommt es jetzt hier gleich noch zu einem Mega Dynamax Pikachu. Das wäre erstmal wert zu zeigen, aber jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Arena. Der wird es nicht aushalten. Jo. Wir müssen Lecky wieder beleben. Die Attacken waren mega. Paralysiert, das ist schon mal gut. Sie haben Kenny getötet. Ja, Schweine. Ja, um das mal zu sagen. Prof, der muss mal herhalten. Level 99 nicht, aber KP 99. Seine 99 KP müssen hier mal herreichen. Damit ich mal Becky überleben kann. Ich weiß nicht, ob das Kriegste ist, aber gut. Vielleicht sollte der mal kämpfen. Der Prof, aber gut. Attack abgewehrt, das ist spitze. Dann kann ich Becky nochmal heilen. Braucht von einem Erfahrungspunkte. Das sollte man uns am besten nicht kämpfen lassen, aber gut. Oha. Okay, jetzt aus. Blacky, ja, wird gleich ein Kampf geschickt, sehr gut. Blacky wurde ausgewählt, na komm. Na komm. Flicker. Lass es was bringen. Jo, mega. Schade, dass das kein Doppelhieb ist. Kein Doppelwirkung hat. Na komm, Piekser. Mach's alle. Ja. Ich würde gerade sagen, mega, aber. Ja, nicht zu früh freuen. Oh wei. Blick hat gute Attacken, aber wird sehr schnell besiegt. Ich hält nicht viel aus. Das ist das Problem hier. Also nein, das sind hier alles. Das müssen jetzt alles hier nur meine Strohpuppen sein. Oh wei. Doppelleber wollen wir jetzt noch nicht einsetzen. Das ist das zweite Pokémon. Wir feilen schon aus dem letzten Loch.
Halleluja. Nachtlieb. Der Trainer hat's in sich. Das ist jetzt, ja, ist jetzt nicht mehr die leichteste Klasse. Das ist jetzt hier nicht mehr die beste Herausforderung. Es wird schon spürbar schwerer. Also, ist kein Zuckerschlecken mehr. Das kann man nicht mehr behaupten. Na komm. Die Hälfte haben wir gleich geschafft. Na komm, Blecki. Gib mir den Erstschlag. Flücker. Na komm. Blecki setzt Flücker ein. Nice. Da waren es nur noch zwei. Die Hälfte schon besiegt. Sehr gut. Konter. Ja, Konter ist gut. Das kann man brauchen. Prof. Genauigkeit 100. Nee, lass mal. Oder? Was haben wir noch? So Bisk mal vergessen. Ja, gut. Ja, von mir aus. 1, 2 und schwupp. Konter erlernt. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Lauchzelot. Und weiter kämpfen. Na, wundervoll. Lauchzelot. Da tritt er auf. Da hat er sein Debüt in diesem Spiel. Na komm. Ich heb immer noch das Dynamax für den letzten Kampf auf. Das letzte Pokémon. Na komm, Lauchzelot. Kriegen wir hoffentlich besiegt. Schwertanz. Ja. Schön und gut. Steigt stark. Flücker. Na komm, wir pflücken dich. Du Lauch. Dich Lauch pflücken wir aus der Erde raus. Flücker. Schützt dich selbst. Was? Na komm. Pflücker. Attacke. Der Lauch wird gepflückt. Den machen wir alle. Ah, oder er macht uns alle. Auwei. Rufus. Prof ist noch, hat noch ein paar KP. Auwei. Unser Team ist am Ende. Auwei, 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 auwei. Beleber auf Blackie. Na komm, wird es das Team aushalten? Blackie hat es wiederholt. Vergeltung. Ach du Schande. Warum kannst du nicht jetzt Schwertanz einsetzen? Oh wei. Das ist das dritte Pokémon. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich habe dann keine Pokémon mehr. Jetzt hätten wir Top-Beleber gebraucht. Das wäre eigentlich das super Beste gewesen. Ey, kein Trinke mehr, was zum Henker. Ja gut, gute Nacht, sag ich da mal. Da bräuchten wir mehr. Da brauchen wir einfach mehr. Ja, Wasser auf Lauchzelot. Was bist denn du für ein... Was bist du für ein Horst? Na toll. Wir brauchen mehr Trinke. Wenn ich das zweite Mal hier reingehe. Das wird jetzt nichts mehr. Ich sehe es schon kommen. Unser letztes Pokémon. Wir haben keine Tränke mehr. Ein Pokémon wartet auf uns. Oh, shit. Ohne Tränke in den letzten Kampf. Ja, auch mit Mega Dynamax-Dingens. Bleib standhaft. Wir geben gemeinsam unser Bestes. So, Blackies am Start. Mach mal. Jawohl. Na wundervoll. Dynamax. Deiner Düse. Na komm. Sehr effektiv soll es sein. Versuchen wir es damit. Los. Giga Dynamax. Blackie. Ist noch kein Kramor. Aber es ist ein Giga Dynamax. Blackie. Giga Dynamax. Kramor sieht dann noch viel Erfolg. Sehr viel erfolgreicher. Sehr viel besser aus. Ja gut, halbe KP. Na komm. Nein, dann schlage ich jemals kaputt. Ich zoll deine Stärke Respekt mit Giga Dynamax. Ein Giga Dynamax mach schon mal hier. Na komm. Das werden wir doch wohl noch besiegen. Na komm. Let's go. Dynamax, mach mal hier. Attacke. In deiner Düse. Na komm. Oha.
Ah, jetzt. Na komm, halt's durch. Deiner Dunkel. Blackie besiegt. Ja, hat es aus Dynamax hier. Müssen wir mit Dynamax Blackie, mit normaler Blackie weitermachen. Müssen wir sie wieder heilen und wieder einen Kampf schicken. Mordev, halt aus. Das sieht so lächerlich aus. Der kleine Modi gegen den riesigen Klotz da, den riesigen Koloss. Blackie, Doppelleber, muss jetzt sein, verschwenden wir. Blackie hat's wiederholt. Wie Garfunkelschlag, die Attacke meines Pokémon so knallhart wie meine Kampfkünste. Ja gut, verschwänze bloß. Verschwänze halt. Das habe ich schon vorausgesehen. Deshalb habe ich den Doppelleber jetzt genutzt. Der wird gleich wieder klein. Und ich schicke Blackie in den Kampf. Ja. Blackie, du bist dran. Ja gut, jetzt in dieser Runde vielleicht noch nicht so gut, aber ja, gib dein Bestes. Ein Bohrschnabel. Na komm. Oha. Gut, Hilfe. Angst. Oh, ich hab's überlebt. Blick hat's überlebt. Gibt's denn sowas? Kleines Machomai. Tja, da bist du ja klein. Und ich setze nochmal Bohrschnabel ein. Na komm, Abschlag. Ach du Scheiße. Der darf schon wieder doppelt einsetzen. Das gibt's doch nicht. Na komm. Kenny, halt aus. Halt aus. Wir brauchen zwei. Ja, Top-Beleber, das wäre es jetzt. Den haben wir schon vergeudet. Na komm. Das darf doch nicht schon wieder so enden. Na komm, Blackie. Du bist hier unser Kampf. Unser Kampf-Pokémon. Na komm, halt aus, 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 halt aus. Verdammt. Verdammt. Blackie ist noch nicht ganz belebt. Ah, shit. Na komm. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Die Menge sinkt. Na komm, Pflücker, na komm. Mach's. Nice. Funktioniert. Und gar nicht geschnitten. Nein, so gar nicht. Das ist gar nicht gefaked, zusammengeschnitten. Das ist beim ersten Versuch First Try. Ja, easy. Ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Du bekommst 11.520 Pokémon-Dollar und die Sieg ist ein Kampf gegen die Arena-Netteren. Die Kampf-Arena-Netteren, sei da hervor. Und der vierte Orden ist unser. Wunderbar. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Sorry. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Ja, nice. Ein weiteres Teil in unserem Liga-Boden, Liga-Kreis. Was macht ihr mit ihrem Unterarm? Ist der schon taub geworden durch den Kampf? Kann die den nicht mehr halten? Dass die den stützen muss? Naja. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Du und dein Team. Ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes Erlebnis wird euer Herz stärker werden lassen. Kampfbattle bestanden. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg gegen Saida Zwergenfürst. Als Anerkennung deine Leistung überreiche ich dir diese TM, bitteschön. Vergeltung. Boah, die hat mich einiges gekostet in diesem Kampf. Hat mich Schweiß und Tränen gekostet. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten hat. Ach, deswegen. Eine unserer Uniformen bekommst du auch obendrauf. Ach, nicht mehr das Duplikat von Seiders.
Uniform A. Sieht nicht mehr so sexy aus bei mir. Nur noch eine unsere Uniform. Kampfuniform erhalten. Den Kampf ohne hast du dir redlich verdient. Nur weiter so, Zwergenfürst. Just, da haben wir es mal wieder geschafft. Haben wir den vierten Arena-Ohren besiegt. Wasser. Oder nee, andersrum. Blatt, Pflanze, Wasser, Feuer, Kampf. Was wohl das nächste sein wird. Ja, da hat sich mein Team wieder mal erkämpft. So sieht's aus. Däumchen nach oben, sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Weiter geht's im nächsten Part in der Story. Man sieht sich. Bis dahin und ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.